Oh. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Das sagst du jetzt hier nicht mit dem Wasser in der Hand. Also entschuldige mal, bitte. Keine Wassertester. Willkommen bei den Testoleros. Das ist natürlich eigentlich. Das war mein Clara. So, gut. Ein Clara zwischen den Biere, das ist ganz wichtig. Um die Geschmacksneutralität wiederherzustellen. So, also. Willkommen bei den Testoleros. Bier-Tasting nächstet der Odin-Druck. Das Honigbier, göttlich milder Biergenuss. Wir werden es testen. European Breweries Competition. Was ist das denn? The Beer-Tasting Award. European Breweries Competition. Mhm. Also wieder ein Stern, ein Abzeichen, jetzt europäisch, ne? Oh, was wir davon halten sollen, das werden wir dann sehen. Das Spiel. Also im Prinzip, das ist zwar nach dem deutschen Reinheitsgebot, aber ist halt Honigbein. Ich kann schon mal sagen, nee, das zählt nicht. Das ist nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot. Nein, das ist halt nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot, ne? Ich kann schon mal eine Prognose abgeben. Das ist Blech. Hm, nee. Ich würde sagen, das ist Bronze. Silber wird es, denke ich, mal nicht erreichen. Ich finde, der Geschmack. Ich bin nicht gespannt auf den Geschmack, aber ich muss ganz ehrlich sagen. Das traut mich. Ganz ehrlich gesagt, ich habe es ja nur genommen, weil der Odin trunk und Honigbier stand da. Ja. Also, du bist der Protokollführer. Also, oder? Die Werbung hat voll geholfen. Ich bin voll drauf reingefallen, war nicht, das werden wir sehen. Das ist ja einfach bei dir. Wird interessant. Odin-Trunk. Wahrscheinlich direkt aus Valhalla, Brauerei Valhalla. Klar. Jemand Tor wird das denn übernehmen, die Brauerei. So, deutsche Reinheitsgebot ist natürlich durch den Honiggehalt nicht gegeben. Das Image, ja, Odin, naja, Odin ist der Göttervater. Der hat natürlich ein muted Image, den kennt man überall. Ne? Mehr als 10 Punkte kann er da nicht geben. Ja. Wo sind denn seine Raben? Wo ist Thor? Das weiß ich nicht, aber der Speer des Odin ist auf jeden Fall da. Ja, ich glaube, mehr als 10 Punkte gibt es wirklich nicht. Ja. Ich glaube, das ist nicht der erste Hersteller, der das macht mit einem Odin-Trunk oder Honigbier, sowas. Hm. Flaschenoptik. Was hat das überhaupt? Was ist. Sag mal, siehst du immer mal, wenn wir. Ach hier, 5,5. Also ziemlich Flaschenoptik, ja, also ziemlich sporadisch, ja. Bisschen orange, schwarz. Ja, also. Rückseite ist ansprechend. Ja, genau. Die Rückseite ist ansprechend, ja. Das stimmt. Ja, komm. In der Zeit. Also es fing gut an hier. Odin, ne? Ist halt drauf, der geschätzten Punkt. Ja. Und dann reicht das aber. Würde ich sagen. Ne? Weil ansonsten ist ja hier nichts. Ja, gut, der Bierdeckel ist auch noch gut gemacht. Ich würde, wenn überhaupt, zwischen 1 und 2 tendieren. Na ja, ein Punkt. Gut. Ich weiß zwar noch nicht, warum der hier ein European Star Award bekommen hat. Für was? Das ist dann immer die Frage. Pumpfaktor. Oh, ist schon gespannt. Das testen wir natürlich mit der guten Cap Gun. KKP1. Genau. Das geht nicht. Das gibt's doch ja nicht. Ja, toll. Jetzt hast du in dem Moment geschossen, wo ich gepumpt habe. Ich hätte eigentlich nicht gehört. Aber ja, jetzt aber müssen wir das nehmen. Ja, das ist Standardpumpe 1. Ja. Ja, ist wirklich so.
Ach, Dick, komm da hin. Naja, der Nervus. Bin ja eingesunken, es ist so heiß hier. Sind hier im Teer ein. Ja, das stimmt allerdings. Das ist wirklich so heiß. Weil ich so fett bin. Hier ist keiner fett. Hier ist nur einer fett und der ist nicht fett. Ja. Sprudel. Sprudelbieroptik. Interessant, so dass das jeder sieht. Ja, nicht mehr die Popels da drin. Jetzt das riecht wie schwarz mit Honig. Aber es Pilz mit Honig, oder? Ja. Aber riecht wie schwarz. Oh, 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 oh. Oh, oh Gott. Oh. Oh, das ist schön. Das ist schön. Also, das ist ja wirklich, also, ganz ehrlich. Das ist schön. Also Sprudel ist gut, ja. Also von mir Sprudel ist. Der Sprudel kriegt von mir 2 von 3 Punkten, ja. Und aber die Bieroptik finde ich volle Punktzahl, 3 Punkte. Macht es? Ja, ey, komm, guck dir das an, ey. Ich meine, geht's denn besser? Also ich wüsste jetzt nicht, ob es jetzt besser geht. Ja, dann halt 3 Punkte. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Ihr werdet es sehen, merken. Zum Bruder. Auf Odin. Auf Odin. Was sagen die da? In Skandinavien und Skol. So? Skol. Odin. Also riechen tut es schon mal ganz gut. Zwar nicht nach Honig, aber... Ich muss noch mal trinken. Boah, ja, was ist das denn, ey? Boah, da ist nicht viel Geschmack drin, der Scheiße. Was ist da im wo? Ein Fehlgeschmack ist da drin. Also ich trinke das und merke sofort und freue mich und dann klatscht das mir auf die Zunge. Das schmeckt einfach nicht gut. Das ist wie abgestandenes Wasser, finde ich. Abgestandenes Wasser, erst kommt diese, Alter, dieser, erst kommt diese Vorfreude, ja, diese. Vorfreude, abgestandenes Wasser, Honig. Oh, ey. Das ist wie als wenn in der so hier macht, so. Quatsch, ey. Und dann so, ja. In der Mitte ist das wie abgestandenes Wasser. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist wirklich wie abgestandenes Wasser. Was sind das da? Ja, nee. Urin-Trunk. Der Urin verträgt das bestimmt. Da kommt was da mittendrin. Ich weiß nicht. Göttlich milder Biergenuss. Da fragt mich jetzt, wie das schmecken würde ohne diese Honigmäßige. Ich meine, Honigmäßige, das kommt ja gut rüber, ja. Also das ist ja ideal, also finde ich persönlich. Also ich muss auch sagen, schade. Schade. Also mir schmeckt das nicht. Als wenn du Spülwasser so dazwischen hast. Also, ja, so ganz komisch. Als wenn der Honig das so ein bisschen versucht zu übertünchen. Weil heute die Sonne scheint, 1 Punkt. Ja. Das ist ja harter. Was ist denn das da? Wegkippfaktor? Ja, der ist gegeben. Also ich würde, wenn es Bier gibt, dann würde ich das nicht trinken. Ja. Auf keinen Fall würde ich das trinken. Also Wickelfaktor 0, Spezial. Ja. Das ist jetzt ja nur unbedingt Pilz für Odin, 1 Punkt geben, aber ansonsten. Gut, geben wir 1 Punkt, Uwe. Wenn es nicht schmeckt, wird der Uwe auch scheiße sein. Ja, der Uwe ist ja scheiße. Na, das ist ja mal vernichtend. Du hast vorhin gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Ja,
Tja, das war ja wohl ein Trugschluss. Hast du schon zusammengezählt gerade? Ja, noch nicht von der Seite. Ich traue mich ja nicht. 1, 2, 5? Nee. 6, 8, 9, 10 Punkte. Ist das schon Blech? Ist das schon Schrott? Nee, ja, ist das schon, ist noch Blech. Ist das schon Blech? Das ist Blech, ja. Oh. Ja, wir schicken aber nicht Schrott trinken, du. Oh Gott, ich glaube, wenn wir Schrott trinken, dann ist Blech, dann ist. Also 10 Punkte. Ja, Blech gibt es bei uns von 6 bis 12 Punkte. Das ist Blech. Das kann weg. Das ist optimal Blech, ja. Ja, Blech kann weg. Das kann auch dir weg. Trinkt das nicht aus. Nee, danke. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Wir trinken jetzt erstmal einen schönen Tassel-Röder, um erstmal unsere Leber ein bisschen zu beruhigen, weil die. Gibt es denn im nächsten Video? Jetzt. Ja, was gibt es denn im nächsten Video? Im nächsten Video gibt es eine Überraschung, die ich euch aber nicht zeigen. Die muss ich erst holen. Nein, es gibt Benauer Biere, sag ich jetzt mal, unter anderem. Und zwischendurch kommt noch der Held und der Entgegner des Monats Juli. Ganz genau, so sieht es nämlich aus. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Abonnieren. Kommentieren, und liken, teilen. Und liken. Und abonnieren. Und kommentieren. Aber Hauptsache abonnieren. Und Glocke aktivieren. Und liken und teilen. Und abonnieren. Und liken und teilen. Bis demnächst.